Ich das nachher nochmal nach. Statt Lesen und Schreiben steht heute Streichen auf dem Stundenplan. Auch Andrea schwingt den Pinsel. Male die Wand oder hier die. Das, also das hier soll schwarz werden. Ist das schwierig? Ja. Ich muss hier zum Beispiel sehen, dass ich hier das alles abgedeckt bekomme. Und das habe ich auch zum ersten Mal gemacht. Ich muss mich da auch erstmal eingewöhnen. Aber klappt gut. Ja. Carsten Müller ist Werklehrer an der Schule und findet, dass das Projekt den Schülern viel mehr gibt als nur einen schönen Raum und handwerkliches Können. Das ist gerade für unsere Schüler ganz besonders wichtig, ne? Dass man eben wirklich auch das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein vermittelt, was sie immer trotz ihrer Behinderungen letztendlich trotzdem ganz, ganz klar im Leben stehen mit allen Beinen und auch letztendlich immer dieses Selbstbewusstsein beigebracht bekommen, ne? Dass sie vollkommen tolle Menschen sind und klasse Arbeit leisten und ganz genauso wertvoll und wichtig sind wie jeder andere eben halt auch. Frühstück zwischendurch für die fleißigen Handwerker. Die Catering-Gruppe hat das Buffet angerichtet. Nächstes Projekt, der Kuchenbelag. Auch das passiert in Teamarbeit. Wir streichen den Pudding über den Kuchenboden. Ah, ja, das machen wir. Doch, kannst du nicht ablecken. Da kommen jetzt die Mandarinen drauf. Kann ich, Michael? Ja. Für Andrea geht's weiter in der Holzwerkstatt. Die Bühne braucht Stellwände in Schwarz. Wenn sie könnte, würde sie gleichzeitig mit beiden Pinseln arbeiten. Das ist natürlich dann schon wirklich der Punkt, ne? Ich habe den nur vom Arf hier hin. Nein, also sie ist wirklich ganz toll, macht sie das. Sag mal, ist jetzt den ganzen Tag auch schon dabei und auch wirklich ganz motiviert und wie gesagt, auch sehr ausdauernd. Arif auch, schon prima. Von der eigenen Arbeit können die Schüler dann auch profitieren, zum Beispiel beim Theaterspielen. Das ist ja jetzt hier ein Teil für die Bühne. Wirst du dann auch auf der Bühne stehen? Ja, das werde ich auf jeden Fall. Was machst du da? Es gibt eine Tanz-AG. Aber erstmal heißt es zu Ende pinseln, bevor der Vorhang für die Schüler aufgeht.